Hier stehe ich vor einer wunderbaren Kulisse. Ein ganz glatter Wasserfall. Hatte ich mir vorgemerkt, wollte ich vorbeifahren. Aus Zeitgründen wollte ich es schon weglassen, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Hier unten gibt es ein Restaurant gleich. Da werde ich mich gleich noch hinsetzen und euch noch was erzählen von der Strecke hierher. Aber jetzt mal noch ein paar Eindrücke von diesem Wasserfall. Da klinke ich nicht mehr aus. So, ich bin jetzt im Restaurant, habe mich hier hingesetzt, das Wasser von dem Wasserfall rauscht hier über die Klappermühle. Ja, warum war das heute Nacht so kalt? Ich habe das gar nicht gemerkt. Das ging die ganze Zeit wohl bergauf und ich habe in einer Höhe von ca. ich würde sagen 1800 Metern geschlafen und es ist auch wohl später noch wie 10 Grad gewesen. Also es war richtig ziemlich kalt und insofern kann ich schon mal sagen, mein Schlafsack, der ist schon bombig, hat schon mal gut gehalten und es wurde heute Morgen auch nicht wärmer, bis ich dann plötzlich gesehen habe, dass da die Schneeberge sind. Dann war ich dann oben auf der Passstraße, Menschenseelen alleine, hin und wieder kam mal ein LKW vorbei und die Kulisse war so toll, habe ich ein paar Fotos gemacht und dann kamen vier Männer gelaufen über die Straße, die hatte ich vorher gar nicht gesehen, dass ich die überholt hatte. Ich bin gewunken, er hat mir auch gewunken und dann haben die gesehen, dass ich geraucht habe. Und dann rief der eine dann, ob er eine bekommen könnte. Dann habe ich gesagt, klar, komm her. Und dann habe ich ihm einen von meinen Zigarillos gegeben. Die anderen drei waren eher stehen geblieben. Dann kamen die auch hinterher. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Da waren die vier waren von Afghanistan. Und ja, zingelten durch Europa und versuchten irgendwo sesshaft zu werden, beziehungsweise erstmal wieder Papiere zu bekommen. Ja, wir haben uns mindestens eine halbe Stunde unterhalten, wobei mir ein bisschen unwohl war dabei. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wir haben uns dann ganz normal verabschiedet und es war alles gut. Also wieder eine positive Erfahrung mehr, die ich da gemacht habe. Ja, und davon wollte ich euch kurz erzählen. Diese Straße, die ich dort gefahren bin, 1A Straße, wäre jetzt schön gewesen, wenn ich meine Straßenreifen noch drauf gehabt hätte. Dann hätte ich da richtig drauf langgeigen können, aber mit den Enduro-Reifen ist schon eine andere Fahrgeschichte. Kann ich noch gar nicht so richtig erklären. Kurventechnik ist anders, es rubbelt ein bisschen, die schmeißt sich so ein bisschen von selber auch in die Kurve, man muss da gar nicht viel arbeiten. Aber egal, es funktioniert ganz gut, wenn man mal ein bisschen Schotter oder sowas hat, dann läuft es damit doch ein bisschen besser. So, jetzt habe ich hier was zu essen bestellt. Der Kellner deckt jetzt hier gerade den Tisch. Da kommt er mit der Tischdecke. Und die Karte, die in Deutsch sein sollte, das war weder Deutsch noch Französisch noch irgendwas, aber ist egal. Die haben es hingekriegt. Es gibt jetzt Hähnchen mit Pommes, Cola und ein Joghurtgetränk dazu. Und da muss ich mal gucken, ob ich anschließend noch einen Kaffee bestellen kann. Zur Vorsicht habe ich inzwischen schon mein Kaffeepulver in der Jackentasche. Dann brauche ich nur heißes Wasser und dann machen wir die schon. Ja, damit verabschiede ich mich mal von hier und ich lasse es mir gleich gut schmecken. Bis dann. Ciao.